Nightmare on Elm Street Teil 4 ist hier der einzige Titel quasi, der keinen Untertitel bekommen hat, ist aber auch wirklich mit Abstand der mit dem hässlichsten Plakat. Bist du ein Deppert, ist das schier. Vor allem kriegen wir da wieder so eine ganz komische Version von Freddy Krueger zu sehen, die eigentlich nichts mit dem zu tun hat, was wie er im Film aussieht, mit diesen fliegenden, komischen, seelenlosen Augen. Außerdem, was diese Erscheinung aus den Power Rangers Filmen hiermit zu tun hat, weiß ich nicht mehr, weniger dann die Krallenhandgeister, die da schon auf dem Schrottplatz warten. Das ist irgendwie, also was auch immer einem Zeichner da eingefallen ist, wie er diese ganzen Elemente kombiniert hat. Nein, das ist gar nichts. Dafür finden wir auf dem Backcover wenig überraschend dasselbe Design, das wir überall und immer finden. Dann dafür natürlich auch innen das genau gleiche Innenart mit der DVD auf der linken Seite, mit der Blu-ray auf der rechten Seite, wobei sich's bei der Blu-ray eben wieder um die Collection Disc 3 diesmal mit den Teilen 4 und 5 handelt. Im Booklet. Oh ja, das war auch saublöd. Lustigerweise hat mich diese Szene aus den Freddy-Filmen ziemlich geprägt, weil jedes Mal, wenn ich im Fitnessstudio bin, habe ich tatsächlich Angst davor, dass sowas in dieser Art passieren kann. Habe dann hier den Text aus dem Booklet diesmal wieder angereichert mit einigen Szenen und Elementen aus dem Film, einigen Bildern. Finde durchaus, dass das diesmal ganz nett gestaltet ist, vor allem so diese ganze Pizza-Geschichte und diese ganze Kopfgeschichte auf Freddys Körper. Das ist eine richtig coole Szene gewesen und eine richtig coole Sache. Und vor allem ein Mediabook, das hier vor allem mit der Verabschiedung von Robert Englund mir im Endeffekt halt diesmal mit Ausnahme vom Frontcover wieder echt gut gefällt.